Die Europäische Union hat grünes Licht für ein Darlehen von 35 Milliarden Euro an die Ukraine gegeben. Die Rückzahlung erfolgt schrittweise durch Zinsen auf russische Vermögenswerte, die zu Beginn des russischen Angriffskrieges eingefroren wurden. Diese russischen Währungsreserven belaufen sich auf etwa 270 Milliarden Euro, von denen 210 Milliarden Euro in der EU liegen. Eine ursprüngliche Vereinbarung vom Juni sah vor, dass die G7 Kiew bis Ende des Jahres gemeinsam 45 Milliarden Euro zur Verfügung stellen würden. Am Ende musste die EU jedoch mehr Geld auf den Tisch legen, da Washington seine Beteiligung von einer Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Moskau abhängig machte. There is a risk that at some point sanctions against Russian assets will not be extended, because for extension there should be unanimity voting for this, and so the future flows of revenues from Russian assets can be disrupted. Diese Sanktionen werden alle 6 Monate einstimmig beschlossen. Die EU würde sie jedoch gerne alle 3 Jahre verlängern, um so mehr Stabilität zu erreichen. Die USA sind besorgt, dass ein Mitgliedstaat, der diese Sanktionen blockiert, den Plan nichtig machen könnte. Ungarn hat bereits erklärt, dass es eine Änderung des Sanktionsregimes bis zu den US-Präsidentschaftswahlen aufschieben will. The United States, for example, might be considering a supplemental towards the second half of the year after the elections, but there is no guarantee that that might move forward. There's a lot of hesitancy, in particular, if Donald Trump were to win the election, what might his plans be for both aid as well as for moving towards a ceasefire? Kiew wird frei entscheiden können, wie diese Mittel verwendet werden. Die Entscheidung liegt nun beim Europäischen Parlament, das seine Zustimmung geben muss.